jetzt auf eine Mission, die ganz neu für uns ist. Es gibt Neues zu berichten für uns. Wir lassen euch daran teilhaben. Schauen wir mal. Bis später. Tschüss. Übrigens, das Karthago-Malibu-Treffen war der Hammer, Leute. Der Hammer. So, hier haben wir den großberüchtigten Liner 142. Den schauen wir uns jetzt an und den lassen wir uns erklären von dem Michi. Hi. Aus dem Sulzimus Freistadt Bayern. Was bist du, Hofstädter, ne? Genau. Dann müssen wir sagen, Hofstädter ist wichtig. Genau. Ja, wir haben da so einige Fragen, ne? Jörg, wegen Fiat und Iveco und was nicht alles. Mhm. Jetzt schauen wir gleich mal. Im tollen 142 und der Michi, der will jetzt noch ein paar Fragen beantworten oder er soll sie beantworten. Jörg, leg denn da mal los. Ja, also wir wissen ja, wir kennen ja nun alle dieses Fahrzeug und zu dem Fahrzeug braucht man ja eigentlich nicht mehr allzu viel erklären. Klappen sind Klappen und Tisch ist Tisch und Sitz ist Sitz und dieses Fahrzeug ist einfach irre. Aber was wir jetzt gerade wieder festgestellt haben, es gibt die Frage Iveco oder Fiat. Mhm. Oh. Und da bräuchten wir mal vom Fachmann pro, contra zu diesen Fahrzeugen. Das eigentlich alles. Okay, also grundsätzlich, wie schon gesagt, der Liner 42 gibt es auf zwei Chassis-Varianten. Einmal den Fiat, einmal den Iveco. Von der Länge sind sie einmal 7,85 Meter, 83 Meter. Der kurze Fiat, bzw. der kurze Liner 42 auf Iveco. Und der Liner 42, der lange, die lange Version, da wo wir dann hinten die Gläser-Varianten mit dabei haben, sind wir dann bei 8,55 Meter. Genau. Und der Vorteil vom Fiat bzw. zum Iveco ist einmal die Anhängelast, wo ihr habt mit 3,5 Tonnen. Ihr könnt beim Iveco das Fahrerassistenzpaket mit Abstandstempomat mitbestellen. Ihr habt Heckradantrieb, 210 PS. Ist natürlich vom Fahren auch super schön. Bin auch höher, habt einen höheren Stauraum. Das, was natürlich auch immer der Vorteil ist. Vom Fiat haben wir eine Gesamtmasse mit Anhänger von 6 Tonnen. Wenn wir jetzt 5,4 Tonnen bei der langen Version haben, dann haben wir in dem Sinne nur noch 600 Kilo Anhängelast. Das ist natürlich nicht viel. Das ist zu wenig. Gerade dann, ja, wenn man jetzt ein Auto, Schiff, Boot, genau, mitnehmen möchte. Wie ist denn das bei dem Fahrzeug? Wie werden die zugelassen? Immer noch als Wohnmobil? Die werden immer noch als Wohnmobil. Ja, und wenn du den Führerschein hast, also wir haben ja noch die alte Pappe, wie man so schön sagt, bis 7,5 Tonnen kannst du die führen und ist als Wohnmobil. Du giltst nicht als LKW. Doch, doch. Also im Prinzip, sie sind bei 6,7 Tonnen. Ja. Ab 3,5 Tonnen sind sie im LKW. In der LKW-Zulassung. Das heißt, das Fahrzeug ist als Sondernutzfahrzeug zugelassen. Ja. Wir müssen uns aber trotzdem natürlich an Richtlinien halten, sprich ja, 100 LKW-Überholverbot, wenn es... Das ist dann tatsächlich schon, weil das war nämlich auch schon sehr oft eine Frage, na warum soll ich denn als Wohnmobilfahrer, selbst wenn ich so einen großen fahre, mich an die an das Überholverbot halten? Ich bin ja kein LKW. Da steht ja nicht Wohnmobile oder LKW. Also es ist tatsächlich so. Sie müssen sich an die Richtlinien halten. Okay. Ja, also die einfachste und die Richtlinie für eigentlich alle ist, alles über 3,5 Tonnen unterliegt straßenverkehrsordnungsmäßig dem LKW. Genau. Ganz einfach. Ja, okay. Eine ganz einfache Regelung. Ja. Die Preise, was so den Service anbelangt zwischen Fiat und Iveco, ist das ein sehr großer Unterschied? Oder? Ja gut, man muss halt sagen, Iveco ist LKW. Ja? Das heißt, da werden sie dann auch die LKW-Preise haben. Ja? Ja. Sie haben beim Fiat haben sie natürlich auch die Nutzfahrzeuge, das sind auch Nutzfahrzeuge. Ja. Und da haben sie natürlich auch andere Preise. Was die jetzt genau sind, kann ich nicht sagen. Aha, okay, okay. Ist die Steuer da auch nochmal eine andere oder bleibt es, weil es ein Wohnmobil als Wohnmobil besteuert wird? Das kommt immer auf das Gewicht drauf an. Also ab 3,5 Tonnen zahlen sie auch mehr Steuern. Ah ja, okay, gut. So. Ja, im Prinzip sind das, glaube ich, die wichtigsten Fragen. Die eigentlich wirklich. Wie ist denn da die Serviceeinheit, weißt du das? So von zwischen Iveco und Fiat, so von wegen Inspektion, ist das da nochmal was anderes? Ja, immer gleich. Das ist auch gleich. Langlebigkeit der Motoren, irgendwas? Einmal im Jahr müsst ihr natürlich eine Tüchtigkeitskontrolle machen. Ja, klar, klar. Dann ein Jahr mehr die Inspektion, Aufbauinspektion.
Beim Fiat sind alle 2 Jahre oder 45.000 Kilometer die erste Inspektion. Mhm. Beim Iveco sollte es eigentlich gleich sein. Ah ja, okay. Und der Iveco ist das bessere Fahrzeug. Aber das ist meine persönliche Meinung, um Gottes Willen. Ja. Wenn ich schon so ein großes Fahrzeug kaufe, dann nehme ich ein LKW-Chassis. Ja, genau. Dann kann ich einen Anhänger ranhängen. Dann brauche ich mich nicht später ärgern. Und ja, der Preisunterschied zwischen Iveco und Fiat 20.000 und 20, 30, irgend so. Ja, also wird denn der Liner, dieser hier, One for Two, weiter gebaut werden, auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr? Also wir haben bis jetzt noch keine Information, dass er nicht das gebaut ist, wird. Der Grundriss ist sehr gefragt, deswegen. Tatsächlich, wir haben den überhaupt noch nicht in live gesehen. Also das, wirklich, also auf den Stellplätzen und überhaupt. Ihn hier bis gut, jetzt. Man muss ja auch sagen, dass das ein relativ neuer Grundriss ist. Ja. Ja. Aber die Nachfrage ist da. Ja, okay. Na, ist okay. Gut. Ja, dann schönen Dank. Ja, gerne. Super. Freut mich. Wir hoffen, das war dann jetzt fachlich für alle. Und ja, wir gucken uns mal ein bisschen um. Genau. Okay. Und dann reden wir nachher. Genau. Liebe Danke, Europa. Michi. Okay, so, jetzt wird also der Fahrerraum quasi abgesperrt vom Wohnraum. Damit hat man natürlich eine tolle Isolierung und baut also jetzt sein separiertes Schlafzimmer. Die Betten links sind unterschiedlich. Links ist 2,10 Meter und rechts 2 Meter. Plus, minus, paar Differenzen, schlagt mich tot. Auf jeden Fall ist das wirklich klasse. So. So ist es. Weg ist das Fahrerhaus. Jetzt haben wir einen Wohnwagen. Jo. Schlafzimmer, Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Barbereich. Jo. Ganz wichtig. Schließ mal die Tür. Ja, kann ich auch mal machen. Halt mal, muss erst suchen. Ach so, klar. So, tschüss. Sieht schick aus, Leute, oder? Was sagt ihr? Toll. Kannst du natürlich hier auch. Kannst auch sagen. Die Birgit will noch schlafen gehen. Ja, Bibi schläft meistens ein bisschen länger. So. Dann ist die Bibi weg. So. Cool. Und der Jörg kann schon in den Barbereich gehen. Ah, Schwuppalle trinken, gell? Genau, Schwuppalle. Genau. So machen wir das. So, und jetzt kommt das Highlight. Schaut mal, wie das Bett da hinten wegklappt, damit das Hochbett hochklappt. Damit das hoch. Das, nicht schlecht. So, immer weiter. Ich stehe dazwischen. Und was kommt zum Vorschein? Ein Fenster, ein Cockpit. Juhu. Geile Falter. Oben. So, und wenn das Bett dann oben ist, dann hat man hier noch ein Büro. Mhm. Der eine kann hier ich zum Beispiel basteln oder die Bibi. Ne? Bibi muss ja Filme schneiden. Das kann sie dann hier machen. Und wenn sie damit fertig ist, damit ihr einen neuen Film sehen könnt, dann kann sie sagen, so, mehr kriegen die heute nicht mehr zu sehen. Feierabend. Aus die Maus. Aus die Maus. So, also hier sind sozusagen nochmal die einzelnen separaten Antennenschlüssel. Einmal hier, einmal dort unten. Anschlüsse, ja. Und dann kommt hier wahrscheinlich der Receiver zwischengebaut. Mhm. Also für Leute, die jetzt eine Satzschüssel auf dem Dach haben wollen. Genau. Der kommt hier rein, daran, dort ran. Okay. Auch schick. Und hier, ganz wichtig, habe ich schon oft vermisst. Toilettenpapierhalter. Dahinter ist noch Wäschekorb. Klack. Genau, Toilettenpapierhalter. Und ja, ganz cool, weil Keramiktoilette ist dort, schaut mal, eine Toilettenbürste. Oh. Also auch das hier ist ein ganz tiefes Becken, also viel tiefer als sonst, ja, so dass man damit auch wirklich gut umgehen kann. Die Schränke haben auch ganz viel Platz. Ich meine, es haben schon ganz viele Tausende gezeigt. Gut, ich zeige es jetzt auch nochmal. Weil man kann sich gar nicht satt dran sehen. Er steht schief. Macht nichts. Und hier, du kannst sogar sitzen, auch nochmal. Also stauraummäßig ist das toll, wirklich toll. Und endlich ein paar Spiegel überall. Ich brauche kein Zusatzspiegel, um zu gucken, ob die Haare sitzen. Haha, Bibi hat die Haare schön. So,
Also ich glaube, Klein Dickerchen kann hier drin duschen. Ja? Ja, Klein Dickerchen, mach mal die Tür zu. Ja. So, und? Ja. Schwen. Ja, alles schick. Alles schick. Alles schick. Naja, vor allen Dingen nicht nur Klein Dickerchen, Klein Globi. Ich frage mich, Mikrofon? Ja, genau. Ach, ein Duschen hast du. Ja. Und du hast nach oben hin Platz. Du kannst noch ein bisschen wachsen, Jörgi. Geht nicht. Ja, genau. So sieht das aus. Cool. Sehr schön. Ja, hier haben wir den altbekannten Auszug. Der ist natürlich wirklich klasse. Also da kann man einiges mit anfangen. Und die Küche ist der reine Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Also viele zeigen ja, machen die ja auf, die Schubladen auf und zu. Aber ich wundere mich immer, dass sie dann ganz fest zudrücken. Und jetzt zeige ich euch mal was. Das ist nämlich überhaupt gar nicht nötig. Und zack, es ist zu. Also da muss man nicht drücken, weil dann geht nämlich das Soft Close kaputt. Daran sollte man auch noch denken. So, was auch viele nicht wissen, wissen zwar schon, dass hier drin eine Kaffeemaschine ist und dass man die Kaffeemaschine auch rausziehen kann. Aber woran sehe ich jetzt, wo ich den Pad hinmache? Ich gucke in den Spiegel. Die haben sogar extra einen Spiegel eingebaut, damit du hier oben jetzt dein Pad machen kannst. Genau. Das ist, glaube ich, das Gimmick schlechthin. Und ansonsten passt hier jede kleine Kaffeemaschine rein, also eine kleine Petsmaschine. Wobei die dabei ist. Die ist dabei, aber sie geht ja auch mal kaputt. Und deswegen muss man da nicht teuer über Katar oder irgendwas passt kaufen. Jeder, aber der Witz eben, sich darüber Gedanken zu machen, ich muss sehen, was da oben los ist, indem ich einen Spiegel einbaue, genau, ist schon irgendwie geckig, ja? Ja, nur mal so nebenbei. So, er heißt zwar Liner One for Two, aber die wunderschöne Rundsitzgruppe kann umgebaut werden zu einem Bett, wenn man denn da hinten auch noch die Option wählt, dass die Gurte mit eingebaut werden. Dann können hier also sehr wohl nochmal zwei Personen, Erwachsene als auch Kinder, schlafen. Vorne dann zwei. Das ist wunderbar. Zu viert kann man hier wunderbar sitzen. Wir haben es gerade ausprobiert. Geht alles ganz hervorragend. Also für mich ist das Fahrzeug schlechthin. Ganz einfach. Der Fernseher ist auch der Hammer. Der ist riesig. Auch das kann man immer kaum so richtig im Film zeigen, wenn man dann hier ist und sich das anguckt. Das ist einfach nicht zu fassen. Wirklich nicht. So, jetzt liege ich auf der Lounge und schaut mal meine Beine. Ich rutsche und ich rutsche und ich rutsche. Und rutsche und rutsche und rutsche. Und rutsche noch weiter. Mein Gott, das ist ja ein Bett. Hier kann man auch noch drauf schlafen. Und dann schaue ich Fernsehen. Also, laut Prospekt kennt man, laut YouTube kennt man, jetzt waren wir auch noch drin. Also wenn, dann der. Ist ja einfach nur irre. Also da drin kann man leben, der ist durchdacht. Du hast, wie gesagt, vorne ein Büro. Du kannst das Büro sein lassen, dann hast du einfach nur ein Schlafzimmer.
Du hast eine tolle große Dusche, du hast ein tolles großes Badezimmer, wo man wirklich bequem sitzen kann, war für mich ganz wichtig. Du hast die schöne Küche, die wir ja so alle kennen, und du hast eben diesen wahnsinnigen Wohnzimmerbereich. Also mit diesem Fahrzeug habe ich mich doch sehr angefreundet. Nennen wir das mal ganz einfach so. Dann schauen wir mal, was noch kommt, gell? Schauen wir mal. Und tschüss. Tschüss.